Ah, dass ich euch hier treffe. Ich hatte Gerüchte gehört, dass Redcliffe wieder für Geschäfte geöffnet ist, aber dennoch. Ist das nicht beeindruckend? Welch eine Betriebsamkeit! Der Aal war so freundlich, meinem Sohn und mir im Austausch für Vorräte eine Unterkunft anzubieten. Ich freue mich, ihm zu helfen. Und euch natürlich auch. Bitte sagt es einfach, wenn ihr Interesse an meinen Waren habt. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ich erwarte euren Befehl. Ich bin wegen euch hier. Gewiss. Ja. Oho! Unbedingt. Was kann ich für euch tun, Wächter? Natürlich. Wächter? Verzauberung? Verzauberung! Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefahr. Ja. Oho! Da sind sie!
wie ihr wollt. Gehen wir. Al-Iman übersendet euch Grüße, Wächter. Wir versuchen, die Straßen frei und sicher zu halten. Ihr seid es, der graue Wächter. Andraste sei Dank, dass ihr rechtzeitig eingetroffen seid. Ich war mir sicher, diese Monster würden mich erledigen. Sie sind heute Morgen ins Schloss geflohen, bevor die dunkle Brut hier anrückte. Ich dachte, ich würde es noch zu meinem Haus und wieder zurückschaffen, bevor sie hier ist, aber ich war zu langsam. Ach, was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ja, inzwischen müsste sie die Schlossmauern erreicht haben. Ich verschwinde hier, bevor noch mehr dieser Dinge auftauchen. Nochmals vielen Dank. Gut, fangen wir an. Seht euch nur dieses Chaos an! Ich liebe das! Kein Problem. Kein Problem. Verfluchte Kreaturen! Das sollte kein Problem sein. Natürlich.
Falle. Wir treffen auf dunkle Brut! Vorsicht vor ihrem Blut! Natürlich. Kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Ihr seid hier, Herr. Dem Himmel sei Dank. Ich weiß es wirklich nicht. Riordan von den Grauen Wächtern ist heute Morgen direkt vor der dunklen Brut hier eingetroffen.
Man hat mir gesagt, er habe wichtige Neuigkeiten und wir sollten Patrouillen aussenden, um eure Ankunft zu melden. Dann wurden wir angegriffen. Ich weiß es wirklich nicht, es ging alles so schnell. Alles, was ich weiß, ist, dass er vor seinem Eintreffen auf einer Erkundungsmission im Süden war. Ich sollte euch direkt in die Halle bringen, Herr. Sie werden dort schon auf euch warten. Ich bin froh, euch unversehrt zu sehen. Und euch, Alistair. Oder soll ich euch Majestät nennen? Nein. Lieber nicht. Noch nicht. Die Schar der dunklen Brut, die Radcliffe angegriffen hat, war recht klein, fürchte ich. Wir nahmen an, die Horde würde in diese Richtung marschieren. Aber dem ist nicht so. Laut Riordan zieht das Gros der Horde nach Denerim. Sie sind vielleicht noch 2 Tage von der Hauptstadt entfernt. Was? Seid ihr sicher? Ich meine, wenn das stimmt. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ich bin ziemlich sicher. Gewiss. Aber was helfen Warnungen? Sie brauchen unsere Truppen. Ich fürchte, ich habe noch eine weit beunruhigendere Nachricht. Der Erzdämon hat sich gezeigt. Der Drache treibt die Horde an. Erbauer, steh uns bei. Aber wir können unmöglich in 2 Tagen in Denerim sein. Es ist zu weit weg. Wir müssen zur Hauptstadt marschieren. Auf der Stelle. Denerim muss gehalten werden. Koste es, was es wolle. Und nur die grauen Wächter können den Erzdämon bezwingen. Deshalb müssen wir gehen. Dann marschieren wir und hoffen, dass die Armee, die wir hier versammelt haben, stark genug ist. Al-Emon, wann können die Truppen aufbrechen? Bei Tagesanbruch. Gut, dann macht euch bereit. Ich werde diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen die Horde bezwingen, um den Erzdämon zu stellen. Aber dazu brauchen wir eine Armee. Ich sehe keinen anderen Weg. Ich lasse sofort zum Aufbruch blasen. Sobald wir marschbereit sind, melde ich mich. Ich bitte darum. Dann kommt mit Alistair zu mir, bevor ihr euch ausruht. Es gibt einiges zu bereden, was nur für graue Wächter bestimmt ist. Ich schicke jemanden, der euch eure Gemächer zeigt. Ihr solltet euch ausruhen, solange ihr könnt. Wie wir alle. Und? Gibt es Nachrichten aus Orsamar? Hat Haus Claret seine Männer geschickt oder nicht? Sie halten uns hin, also nein. Die Fehde der Häuser Claret und Rumold ist wieder aufgeflammt, seit ihr Sohn in den tiefen Wegen den Tod fand. Es ist nur natürlich, dass sie auf ihr Recht, sich zu verteidigen, pochen. Ein guter Zeitpunkt, um wieder mit dem Unsinn anzufangen. Ich hätte gute Lust... guten Abend, grauer Wächter. Ich wusste nicht, dass ihr noch wach seid. Das könnt ihr laut sagen. Und nur weil eines der Häuser sturer ist als der Fels, aus dem es entsprungen ist. Wenn diese Verderbnis erst einmal vorbei ist, wird in der Versammlung abgerechnet. Sie hoffen vermutlich, dass wir alle draufgehen. Wenn das passiert, steht in Orsamar eine gewaltige Streitmacht. Stark genug, um der dunklen Brut alleine zu trotzen? Das ist genau derselbe Mist, der uns nach Andrins Tod in die Scheiße geritten hat. Es war unser Glück, dass ihr euch entschlossen hattet, nach Orsamar zu kommen, grauer Wächter. Ein Oberflächler auf der Suche nach Hilfe? Wir hatten die eure nötiger. Als dann, ab zum Lager mit euch beiden. Aber betrinkt euch nicht allzu sehr. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wunderschönen guten Abend, grauer Wächter. Und viel Glück auf dem Schlachtfeld.
Es ist merkwürdig, so weit von dem Wald entfernt zu sein, der mich geschaffen hat, grauer Wächter. Hier kann ich die Gezeiten der Bäume und der Erde nicht fühlen. Es ist still. Und doch kann ich in dieser Stille die Schlacht spüren, die uns bevorsteht. Wir werden einer großen und schrecklichen Macht gegenüberstehen, der dunklen Brut. Sie ist eine Naturgewalt, wie Heuschrecken, die auf ein Feld niedergehen. Und es ist einer unter ihnen, ein mächtiger Drache, der im Zentrum dieser Horde fliegt. Er ist es, den ihr sucht, nicht wahr? Wie ein Pfeil, der auf sein Ziel zusteuert. Er ist es. Er weiß, dass ihr kommt, grauer Wächter. Schon jetzt brüllt er euch seine Herausforderung entgegen und fordert euch auf, euch ihm zu nähern. Er fordert uns alle heraus. Ich darf nicht länger darüber nachdenken. Ich will sein Brüllen nicht in meinem Herzen hören, sonst könnte mein Mut sinken. Es tut mir leid. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ich bin wegen euch hier. Ich erwarte euren Befehl. Da seid ihr ja. Mal sehen, was Riordan uns zu sagen hat. Ihr seid beide hier. Gut. Ihr seid noch nicht lange bei den Grauen Wächtern und wisst vielleicht noch nicht, wie ein Erzdämon zu Fall gebracht wird. Ich muss es wissen, falls es so ist. Ihr meint, dafür bedarf es mehr als, sagen wir, ihn zu enthaupten? Es ist also wahr. Duncan hatte es euch noch nicht gesagt. Ich hatte angenommen... Habt ihr euch jemals gefragt, warum die Grauen Wächter gebraucht werden, um die dunkle Brut zu besiegen? Genau so ist es. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Anders als die Wesen der dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Wir halten es aus demselben Grund geheim wie das Beitrittsritual. Wer würde freiwillig ein grauer Wächter werden, wenn er wüsste, was ihn erwartet? Aber es muss graue Wächter geben. Ohne uns
gäbe es keine Hoffnung. In der Vergangenheit bestimmte stets der Älteste der Grauen Wächter, wer den tödlichen Schwertstreich führen durfte. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die Grauen Wächter neu sammeln können. Vergiss das nicht. Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ich habe einen Plan, einen Ausweg, ein Schlupfloch. Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Mag sein, aber dieser Preis muss nicht unbezahlbar sein, zumal wenn ihm ein großer Vorteil gegenübersteht. Ich bitte nur darum, dass ihr euch mein Angebot anhört. Sonst nichts. Ich schlage Folgendes vor. Teilt das Lager mit mir, hier und jetzt. Und daraus wird ein Kind entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Denkt darüber nach. Ich bitte euch an, dem Tod zu entgehen und besser noch, den Erzdämon zu erschlagen und als Held weiterzuleben. Das hat noch nie ein grauer Wächter geschafft. Dafür empfange ich ein Kind, das mit der Seele eines alten Gottes geboren wird. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Wie ihr wünscht. Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Nein, niemals. Aber sonst verlange ich nichts dafür, dass ich euch von der Bürde befreie, die die grauen Wächter euch auferlegt haben. Habt ihr euch entschieden? Eine weise Entscheidung. Dann kommt. Wir werden diese letzte Nacht zu einem unvergesslichen Ereignis machen.
Wir haben alle verfügbaren Kräfte gesammelt. Die dunkle Horde wird vor uns in der Hauptstadt sein. Wir müssen Denerim also möglichst schnell erreichen. Das Leben unzähliger Seelen steht auf dem Spiel. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Ihr habt eine Armee um euch geschart als Ersatz für die Gefallenen in Ostagar, Grauer Wächter. Beten wir, dass sie stark genug ist. Wir stehen Auge in Auge mit der Horde der dunklen Brut. Seht sie an mit festem Blick, aber fürchtet sie nicht! Der Mann, der hier neben mir steht, wurde in Ferelden geboren und steht heute im Rang eines Grauen Wächters. Er ist der Beweis, dass wir alle nach Ruhm und Ehre streben können. Er hat alle Widrigkeiten überlebt und ohne ihn wäre heute keiner von uns hier. Heute werden wir Denerim retten. Heute werden wir den Tod meines Bruders, eures Königs, sühnen. Für Kaelin. Aber vor allem werden wir den Grauen Wächtern heute zeigen, dass wir uns ihres Opfers voller Hochachtung erinnern. Für Ferelden! Für die Grauen Wächter! Treffen auf dunkle Brut! Vorsicht vor ihrem Blut! Natürlich.
Ihr habt euch zu den Toren vorgekämpft. Wir schlagen uns besser als erwartet. Das wird sich bald ändern. Besser als erwartet? Verfluchte Nack! Auf einen von uns kommen drei von denen! Die Armee wird ihnen nicht lange standhalten. Wir müssen schnellstens zu diesem Erzdämon. Geht mit Alistair und höchstens zwei Begleitern in die Stadt. Der Rest bleibt hier und verhindert, dass noch mehr Wesen der dunklen Brut in Denerim einfallen. Wir müssen einen hohen Punkt der Stadt erreichen. Die Spitze von Fort Drakon zum Beispiel. Die was? Wollt ihr den Drachen anlocken? Wir haben keine andere Wahl. Aber ich warne euch, sobald wir die Bestie angreifen, wird sie alle ihre Generäle zu sich rufen. Ich spüre in Denerim zwei Generäle. Vielleicht solltet ihr sie töten, bevor ihr nach Fort Drakon geht. Eines ist sicher. Wenn wir diese Generäle erschlagen, bleibt den Bewohnern der Stadt sehr viel Leid erspart. Die Suche könnte aber auch wertvolle Zeit kosten. Die Entscheidung liegt bei euch. Im Augenblick ist keiner der beiden in der Nähe von Fort Drakon. Allerdings ist die dunkle Brut zu zahlreich, um mehr zu sagen. Einige Einheiten unserer Verbündeten sind schon in der Stadt. Sie werden euch helfen, wenn ihr sie ruft. Allerdings ist ihre Kampfkraft begrenzt. Also, wen wollt ihr in die Stadt mitnehmen? Ja. Unbedingt. Oho! Also gut. Alle anderen werden hier gebraucht, um die dunkle Brut an den Toren aufzuhalten. Aber wer soll sie anführen? Vermutlich. Gut, das müsste reichen. Alles, was war, ist nichts gemessen an dem, was euch jetzt erwartet. Der Erbauer sei mit euch. So, das ist es also.
Nein, nicht mehr. Sicher nicht. Ihr habt einen Trunkenbold aufgenommen. Eine Schande für die Krieger von Orsamar. Ihr gabt mir einen Grund zu kämpfen und den Willen weiterzumachen. Dank euch habe ich die einzige Frau in dieser verdammten Welt gefunden, die es mit mir aushält. Und ich kam über Branka hinweg, sodass eine neue Gefährtin möglich wurde. Ich schulde euch eine Menge, Wächter. Es ist mir eine Ehre, für euch und eure Sache mein Leben zu geben. Dann hat eben jeder die verdammte Ehre. Auf in den Krieg! Möge der Stein sich rot färben vom Blut der Helden. Heute werdet ihr den Krieger sehen, der zu sein ihr mich gelehrt habt. Der Erzdämon ist der Nächste, richtig? Ein Teil von mir ist ja froh, dass entschieden wurde, mich hier am Tor zu lassen. Aber der andere Teil ist eher besorgt. Beinahe möchte man meinen, ich würde mich um jemand anderen als mich selbst sorgen. Einen weichen, schwammähnlichen Gefährten sogar. Aber das wäre albern, nicht wahr? Um mich? Ich trete doch nicht lediglich bewaffnet mit Wunschdenken gegen einen riesigen Drachen an. Und nicht am Stück verschlucken lassen. Wenn die Bestie danach wegfliegt und ihr Geschäft verrichtet, würde sicher alles, weil es die Ironie so vorsieht, auf mir landen. Und das könnte ich nicht ertragen. Also dann. Ich nehme an, das war's. Viel Spaß beim Sturm der Burg. Seid ihr bereit? Endlich liegt das Schlachtfeld vor uns. Ich habe nichts geleistet. Dank euch sind wir so weit gekommen. Daran besteht kein Zweifel. Geschafft. Das Ende liegt vor uns. Wir sind so weit gekommen. Schon seltsam zu wissen, dass sich unser aller Schicksal binnen weniger Stunden entscheiden wird. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Das ist wahr. Ich tue mein Möglichstes, um hier zu helfen. Kehrt unbeschadet wieder und möge der Erbauer auf euch herablächeln. Ihr spielt also ohne mich den Drachentöter, was? Gut, gut. Bestellt dem Erzdämon Grüße von mir. Er hat schon ewig nicht mehr geschrieben, das ist ziemlich beunruhigend. Und passt auf euch auf, lasst euch nicht fressen. Außer natürlich, ihr haltet es für zwingend erforderlich. Wir betreten die Stadt also gemeinsam. Wie es auch sein sollte. Sobald das hier vorüber ist, gehe ich, ungeachtet des Ausgangs. Das ist euch doch klar, oder? Das hielte ich nicht für klug. Und jetzt lasst uns das alles zum Abschluss bringen. Der Erzdämon wartet. Bevor wir uns dem Erzdämon stellen, möchte ich euch etwas sagen. Ich weiß, dass Morrigan uns angeblich retten wollte. Aber kann man ihr denn vertrauen? Und werden wir überhaupt lange genug überleben, um den letzten Schlag führen zu können? Darum möchte ich euch einfach sagen, dass es mir eine Ehre war, an eurer Seite zu kämpfen. Dann lasst uns diesen Erzdämon finden und ihm in seinen breiten Hintern treten. Sieht aus, als hätten sie die gesamte Stadt überrannt. Wir dürften also kaum auf unbeteiligte Passanten treffen.